unterstützen das Play Festival auch in diesem Jahr mit Game City Hamburg als Teil der Hamburg Kreativgesellschaft, weil das Play Festival wirklich ein Schaufenster aufmacht zur bunten Welt der Computer- und Videospiele. Und dieses Schaufenster zeigt eben das Potenzial und auch die Möglichkeiten von Games, sowohl für Kenner als auch für alle, die sich dafür interessieren. Und was uns besonders freut, ist, dass dieses Schaufenster dieses Jahr auch direkt in der Hamburger Innenstadt steht und das Ganze dann auch mit ermöglicht werden kann von der Kreativgesellschaft in dem neuen Jupiter-Gebäude gleich am Anfang der Mönckebergstraße. Die letzten zwei Jahre waren natürlich irgendwie sehr, sehr anstrengend. So, der normale Alltag war wirklich, dass man sich gewünscht hat, dann manchmal mal auf Stopp zu drücken. Und Spiele ermöglichen genau das, haben das auch ermöglicht in der Zeit. Deshalb wurden auch ganz bestimmte Spiele viel gespielt während der Hochphase der Pandemie. Und das ist wirklich etwas, was Spiele immer ermöglichen. Man sucht sich sein Reiseziel selber aus und entscheidet selber, wie viel Zeit man da verbringt und was man da macht. Und das schätze ich an Games sehr. Für das Ultimate Tournament am Freitag beim Play Festival packe ich in den Pixel ein Jetpack. Viel Spaß damit.